Coronavirus. Keine Angst vor dem Coronavirus. Wir sind hier heute zusammen von der Liga Leben und Gesundheit, dem Verein, der sich für die ganzheitliche Gesundheit einsetzt. Und wir wollen uns heute auch zu Wort melden zum Thema Coronavirus. Das Coronavirus begleitet uns mittlerweile seit einigen Wochen. Einige Zeit konnten wir das aus der Distanz beobachten. Es war weit weg in China ausgebrochen, aber mittlerweile hat es unsere Grenzen erreicht, hat es unser eigenes Land erreicht. Politik und Wirtschaft haben sich bemüht, dieses Virus einzuschränken, in Grenzen zu halten, durch Quarantänezonen, durch Reiseeinschränkungen. Was wir heute aber sehen, ist, dass dieses Virus sich so nicht aufhalten lässt, maximal etwas eindämmen lässt, maximal die Verbreitung verzögern lässt. Was wir uns heute fragen, ist das genug oder könnte mehr getan werden? Dazu ist Dr. Rudi Brodbeck bei mir und ich möchte Herrn Brodbeck diese Frage stellen. Hätte in der Verbreitung dieses Virus, hätte im Zusammenhang mit diesem Virus mehr getan werden können, ist das, was heute getan wird, genug? Was wir sehen, ist etwas, was wir öfter sehen im Gesundheitswesen. Ganz große Bemühungen sind gemacht worden in der Eindämmung der Ausbreitung dieses Virus. Und das, was da gemacht worden ist von den Behörden, ist sicherlich gut. Ich denke an die ganzen Hygienemaßnahmen, Hände waschen, soziale Distanz nehmen, alles das ist gut. Und das Ziel war, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dieses Ziel konnte nicht erreicht werden. Das zweite Ziel war, dass diese Welle, wo das Virus kommt, dass diese Welle etwas flacher kommt, dass weniger Personen miteinander krank werden, dass die Welle dann vielleicht etwas länger dauert. Dieses Ziel kann wahrscheinlich erreicht werden und dieses Ziel ist eigentlich auch gut, weil es das ganze Gesundheitswesen entlastet, welches sonst Gefahr laufen würde, völlig überfordert zu werden. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn man sich darum bemüht, Impfstoffe zu entwickeln. Das wird wahrscheinlich gelingen, aber es wird wahrscheinlich ein Jahr oder länger dauern, bis ein Impfstoff flächendeckend angewandt werden kann. Dass man Medikamente entwickelt, ist auch gut. Mittlerweile sind mindestens 20 Medikamente in der Erprobung. Allerdings bin ich hier etwas skeptisch, ob das dann auch den Durchbruch bringen wird, einfach wenn ich an andere virale Erkrankungen denke. Was bisher aber vergessen ging, war die eigentliche Gesundheitsförderung des Einzelnen. Das Virus ist am gefährlichsten für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen, für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Und genau hier könnte man auch einsetzen, indem dass alle Menschen versuchen, ihr Immunsystem optimal zum Laufen zu bringen, quasi wie man das boosten könnte. Und da habe ich bisher wenig oder gar nichts gehört. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann können wir hoffen, dass es bald, aber erst in einigen Monaten, einen Impfstoff gibt oder wirksame Medikamente gibt, aber dass trotzdem in dieser Zeit bis dorthin etwas getan werden könnte. Was konkret können wir heute, können wir jetzt tun, um uns persönlich zu schützen oder letztendlich auch unser Umfeld rund um uns zu schützen? Also was wir persönlich tun können, ist einerseits die ganzen Verhaltensregeln zu befolgen, welche von den Bundesämtern für Gesundheit empfohlen worden sind, also die ganzen Hygienemaßnahmen. Was wir auf der anderen Seite aber auch tun können, ist einen bewusst gesunden Lebensstil wählen, der unsere Gesundheit eben, unser Immunsystem eben optimiert. Ich denke dabei an unser Gesundheitskonzept New Start Plus. 12 Faktoren, welche sich gegenseitig unterstützen, um unsere Gesundheit zu fördern. Gesundheit, Glück und Wohlbefinden sind ja nicht einfach vom Zufall abhängig, sondern das sind verschiedene Faktoren daran beteiligt, unter anderem eben unser Lebensstil. New Start Plus kann uns helfen, uns zu schützen gegenüber Erkrankungen, eben auch wie die Corona-Krankheit. Kann uns helfen, auch gegen die Corona-Krankheit, genauso wie es hilft gegen andere virale Erkrankungen, gegen bakterielle Erkrankungen, gegen Stoffwechselerkrankungen.
Wie funktioniert nun Newstart Plus genau und wie wirkt es? Newstart Plus besteht aus 12 Faktoren. Ein Faktor im Namen Newstart Plus ist ein Akronym. Jeder Buchstabe dieses Kunstwortes bezieht sich auf einen gesundheitswirksamen Faktor. Der erste ist Nutrition oder die Ernährung. Die Ernährung hat nun ganz wesentlichen Einfluss auf das Funktionieren des Immunsystems. Zum Beispiel eine Mangelernährung, da ist das Immunsystem geschwächt. Allerdings auch bei einer Überernährung oder bei einer Fehlernährung ist das Immunsystem geschwächt. Menschen, die sich gesund ernähren, die leben gesünder. Auf der anderen Seite eben auch die anderen Newstart Plus Faktoren, zum Beispiel Bewegung. Bewegung weiß man, wer sich regelmäßig körperlich betätigt, das unterstützt das Immunsystem. Wer sich nicht bewegt oder wer sich übermäßig bewegt, der läuft Gefahr, dass seine Entzündungen im Körper stärker sind, dass das Immunsystem schwächer ist, dass er krankheitsanfälliger wird. Das heißt also, wenn ich mich entscheide, Newstart Plus für mein Leben anzuwenden, dann reduziere ich das Risiko, überhaupt an dieser Krankheit zu erkranken. Aber wenn ich jetzt durch unglückliche Zufälle trotzdem daran erkranke, was kann ich denn dann tun? Es reduziert sich eben nicht nur das Risiko daran zu erkranken, sondern es ist auch zu erwarten, dass der Krankheitsverlauf günstiger ist. Also ein gut funktionierendes Immunsystem kann auch ein fremdes Virus, mit dem es bisher noch nicht Kontakt hatte, kann auch dieses Virus erkennen und kann dieses Virus bekämpfen. Und das ist ja jetzt eines der Probleme des neuen Coronavirus, dass noch niemand immun dagegen ist. Aber wie gesagt, ein gut funktionierendes Immunsystem kann auch mit solchen Viren umgehen, vor allem wenn sie nicht in einer sehr hohen Konzentration kommen. Das Immunsystem besteht ja eigentlich aus zwei Teilen. Aus einem unspezifischen, angeborenen Teil und dann aus einem spezifischen oder erworbenen Teil. Wenn wir eine Krankheit schon einmal durchgemacht haben, dann haben wir hier Antikörper. Das Immunsystem erkennt den Angreifer und erledigt ihn normalerweise. Bei einer neuen Krankheit gibt es diese spezifischen Antikörper noch nicht, aber das Immunsystem hat über verschiedene Zellen, über verschiedene Maßnahmen trotzdem die Möglichkeit, das, was fremd ist, zu erkennen und zu bekämpfen. Und ein gut funktionierendes Immunsystem hilft eben nicht nur, sich zu schützen vor der Ansteckung, sondern es hilft dem Körper auch, diese Infektion zu überwinden. Also wir haben gehört, Newstart Plus ist ein Akronym, das setzt sich zusammen aus verschiedensten Buchstaben, die jeweils für ein Prinzip stehen. Welche Prinzipien, Herr Brodbeck, würden Sie denn jetzt noch betonen? Welche würden jetzt besonders gut beitragen, damit wir keine Angst haben müssen vor dem Coronavirus? Also ganz wichtig ist außer der Ernährung und der Bewegung auch die Sonne, dass wir Sonnenexposition haben. Wenn wir zu wenig Sonnenlicht haben, dann bilden wir im Körper zu wenig Vitamin D und Vitamin D ist ein Steuerungsfaktor im Immunsystem. Das Sonnenlicht hat noch andere Faktoren, die das Immunsystem verbessern. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist auch die Ruhe, dass wir genügend schlafen und dass wir auch den Tag-Nacht-Rhythmus einhalten. Im Körper passiert vieles nach bestimmten Rhythmen und dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist enorm wichtig auch für das Immunsystem. Es gibt dann im Prinzip noch andere Faktoren, das können wir vielleicht auf einem anderen Video mal zeigen, aber jeder dieser Newstart Plus Faktoren trägt dazu bei, dass das Immunsystem besser funktioniert. Jeder dieser Faktoren trägt dazu bei, dass wir gesünder sind. Und jeder Faktor trägt dazu bei auch, dass wir das Leben besser genießen können. Also im Prinzip müssen wir nicht Angst haben vor dem Coronavirus. Es gibt ja auch einen Faktor im Newstart Plus, der hängt sehr mit unserer Zielsetzung des Lebens zusammen. Also Vertrauen haben in die göttliche Macht, in die göttliche
Kraft. Ich meine, was bedeutet das für Sie? Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie krank werden würden? Also, wenn ich jetzt erkranken würde an der Krankheit, würde das zunächst Folgendes bedeuten, dass ich in Quarantäne gesteckt werden würde, dass das Leben deutlich komplizierter ausschauen würde. Wir sind eine kleine Familie zu Hause, haben zwei Kinder und wir müssten den Haushalt irgendwie organisieren und das Ganze dabei noch unter Quarantäne. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, würde es mir wenig Sorgen bereiten, weil ich Vertrauen habe darauf, dass das Leben, egal wie es verläuft, egal welchen Schicksalsschlägen ich ausgesetzt bin, am Ende auf ein gutes Ziel hinsteuert. Das war nicht immer so in meinem Leben. Wenn ich zurückblicke, etwa 15 Jahre zurück, dann weiß ich, dass ich damals gewusst habe, ich kann in meinem Leben vieles erreichen, ich kann Karriere machen, kann Familie haben, kann mir Reichtum anhäufen. Am Ende wird das Leben mit dem Tod enden und das hat mir damals große Mühe bereitet. Aber heute weiß ich, dass es über dieses Leben hinaus ein Leben geben wird, das wir bekommen können. Und in diesem Leben, in dem kommenden Leben, wird es keinen Tod, keine Trauer, keine Qual mehr geben. Und deswegen würde ich auch heute, selbst wenn ich erkranken würde an dem Virus, würde es mir wesentlich weniger Probleme bereiten, weniger Sorgen bereiten. Letztendlich auch in der Hoffnung, immer noch in der Hoffnung, dass die Krankheit überwunden werden kann, dass ich das Leben hier fortsetzen kann. Aber es würde mir deutlich weniger Sorgen machen, als es vor 15 Jahren der Fall gewesen wäre, weil ich weiß, egal wie es ausgeht, am Ende wird es gut ausgehen. Genau dies ist ja eine Grundhaltung von New Start Plus. Gewisse Dinge im Leben können wir selber gestalten, andere Dinge können wir nicht selber gestalten. Was wir für Entscheidungen treffen, ob wir einen guten Lebensstil wählen oder nicht, ist eine Entscheidung. Ob wir uns entscheiden, unser Leben mit Gott zu leben oder nicht, ist auch eine Entscheidung. Wenn wir dies machen, haben wir aber viel mehr Grund, optimistisch und positiv in die Zukunft zu blicken, als wenn wir uns nur auf Werte hier verlassen. New Start Plus ist ein ganzheitliches Konzept. Es hat körperliche, seelische, spirituelle und soziale Aspekte oder in diesen Dimensionen, in die wir leben, die sind da enthalten. Und wenn wir so vorwärts gehen im Leben, dann müssen wir nicht Angst haben, auch vor Unbekanntem oder vor scheinbar Gefährlichem. Wir haben gehört, dass New Start Plus durchaus eine Möglichkeit ist, dass wir uns jetzt vorbereiten, die wir jetzt anwenden können, um unser persönliches Risiko zu reduzieren und auch das Risiko für unser Umfeld zu reduzieren, dass wir uns an dieser Krankheit anstecken. Und falls wir uns doch anstecken, dass es dann einen günstigen und positiven Verlauf nimmt. Die Faktoren von New Start Plus, die finden Sie auf der Webseite unter Liga Leben und Gesundheit, llg.ch. Dort finden Sie jeden Faktor erklärt, einen kurzen Artikel für jeden Faktor. Und Sie können sich bereits jetzt überlegen, wie Sie jeden dieser Faktoren in Ihr Leben übernehmen können und in Ihr Leben integrieren können. Ich denke, wir haben gehört, dass wir nicht unnötig Angst haben müssen vor diesem Coronavirus und jeder von uns kann aktiv etwas dazu beitragen, dass wir diese Situation meistern.